Am 3. Juni 1943 traf es Sonja Schmidt, geborene Guralnik. Ihre älteste Tochter berichtete darüber 2001 in einem Brief aus Kalifornien an Doris und Walter Evers in Wetzlar. Am 3. Juni, also hier in dem Haus. Am 3. Juni 1943 wurde meine Mutter aufgefordert, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Im Morgengrauen verließ sie unsere Wohnung, unsere liebe gute Oma blieb bei uns. Es war das letzte Mal, dass wir unsere Mutter sahen. Sie wurde nach Frankfurt in das Gefängnis Gutleutstraße befördert. Wir erhielten Anfang Oktober einen Brief von ihr, der durch einige Hände gehend den Weg zu uns fand. Sie beschrieb ihren Transport nach Auschwitz. Anfang November erhielt mein Vater ein Schreiben vom Kommandanten des Konzentrationslagers, dass meine Mutter am 22. Oktober 1943 gestorben sei. Sie war noch keine 39 Jahre alt. Daraufhin kam die Sterbeurkunde. Das Todesdatum, Zitat Ende, das Todesdatum für Sonja Schmidt wurde in Auschwitz mit dem 22. Oktober 1943, 7.30 Uhr angegeben. Alles gelogen. Auch diese Schreckensnachricht lautete später, Zitat, Konzentrationslager Auschwitz, Kommandanturabteilung 2, Auschwitz am 17. November 1943. Herrn Carla Schmidt, Wetzlar, Entengasse Nummer 2, Hessen. Ihre Ehefrau, geboren 25.12.04, ist am 22.10.43 an den Folgen von Kachexie bei Darmkatar im hiesigen Krankenhaus verstorben. Das Krankenhaus war so groß wie 20 Fußballfelder. Das war das Vernichtungslager. Die Leiche wurde am 26.10.43 im staatlichen Krematorium eingeäschert. Die Sterbeurkunde erhalten sie anliegend, gezeichnet SS-Hauptscharführer.